Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, wie du Unsicherheit überwinden kannst und wie du eine Klarheit und eine Sicherheit in deinem Handeln und Leben erlangst. Okay, heute soll es darum gehen. Du kennst vielleicht das Gefühl, dass du oft Unsicherheit hast oder eine Unklarheit und nicht weißt, was du tun sollst, dass du verwirrt bist, dass es widersprüchliche Aussagen gibt, egal in was für einem Bereich. Und darum soll es heute gehen, dazu möchte ich dir ein paar Hilfen geben. Und zwar Unsicherheit und Verwirrung kommt immer davon, weil du nicht klar siehst und nicht klar erkennst. Aber was bedeutet das jetzt, nicht klar zu sehen, nicht klar zu erkennen? Das bedeutet, du hast Annahmen gemacht, oft unbewusst. Bist dir eben gar nicht mehr bewusst, dass es eine Annahme ist. Weil Verwirrung, du kannst nur verwirrt sein, wenn du erst eine Annahme gemacht hast, zum Beispiel, dass du beim Essen so und so viel Kalorien essen musst. Und jetzt siehst du plötzlich irgendwelche anderen Leute, wo irgendwie gar nicht viel essen oder andere, die übermäßig viel essen und gar nicht zunehmen und umgekehrt und trotzdem keinen Sport machen. Und dann siehst du plötzlich eine Verwirrung, weil du eine Annahme gemacht hast. Als Beispiel, in jedem Bereich. Wenn du Annahmen machst, vor allem im Unbewusst, dann entsteht Verwirrung. Du musst als allererstes zu dem Punkt kommen, dass dir klar ist, ich weiß es nicht in dem Bereich. Das klingt jetzt wirklich simpel und banal, aber du musst bewusst werden, ich weiß es gar nicht. Für viele sind gängige Theorien dann schon keine Theorien mehr, sondern ein Glaubenssatz geworden. Und oft habe ich selber gedacht, dass es dann so abläuft und habe dann festgestellt, oh nee, ist gar nicht so. Und deshalb war ich verwirrt und konnte nicht klar sehen. Eine Klarheit entsteht, umso mehr du diese Muster erkennst, umso bewusster du wirst, umso mehr du erkennst, wo du Annahmen gemacht hast. Wenn du klar sehen kannst, dann musst du von nichts überzeugt sein. Du kannst die Dinge klar anschauen, dir kann jemand was erzählen und du bist deswegen nicht verwirrt. Du weißt dann genau, ah okay, der macht jetzt genau auch Annahmen. Das muss dir auch erstmal bewusst sein. Es gibt Leute, die sind unglaublich überzeugt von gewissen Sachen. Das ist heutzutage schon sehr gängig, dass viele auf gewisse Dinge schwören, das musst du unbedingt tun, sonst kann das nicht funktionieren. Oder umgekehrt. Und auch da muss dir klar sein, hey, das ist einfach nur was er dir jetzt erzählt. Du weißt nicht, ob er es weiß. Sobald du den Fehler machst und die Annahmen machst, dass das stimmt, dann kommt Verwirrung auf. Dann kommt Unsicherheit auf, Unklarheit. Und du kannst keine Stabilität entwickeln. Weil dein Fundament auf Annahmen beruht. So. Und gerade wenn du umherläufst, wie gesagt, das sind alle möglichen, so überzeugt von Dingen. Wenn du eine Klarheit entwickelst und zuerst mal sagst, hey, das ist eine Option, ich weiß es nicht, es ist eine Option, ich möchte es herausfinden. Das ist genauso der Fehler. Du dürfst nicht sagen, es funktioniert nicht so. Du sollst es weder nicht glauben,
Und du sollst auch nicht die Annahme machen, dass es nicht so ist, wie er erzählt. Erst dann ergibt sich die Möglichkeit, dass es so ist, wenn du nicht den Fehler machst, weder zu sagen, es ist nicht so oder es ist so, sondern es einfach als Option, als Möglichkeit im Raum stehen lässt. Zu dem Punkt musst du kommen. Und wie kannst du das Ganze natürlich jetzt schaffen? Wie kannst du diese Klarheit erlangen? Wie kannst du diese Denkmuster, diese Annahmen, diese Bewusstheit entwickeln, durchschauen, wie das Ganze abläuft? Dazu gibt es Techniken, Mittel, Wege. Du kannst dein Bewusstsein, deine Achtsamkeit, deine Aufmerksamkeit, deine Klarheit, deinen Fokus entwickeln und schulen. Wie du in der Schule gewisse Fähigkeiten trainieren kannst, kannst du dein Bewusstsein, deine Klarheit, deine Wachheit schulen und gewisse Dinge dafür tun. Und dazu zählen zum Beispiel Atemübungen. Du machst bewusst einen Atemzug in einem Moment, wenn du an deinen Autotürgriff greifst. Eine ganz banale Situation in deinem Alltag. Immer, du setzt dir jetzt zum Beispiel, mach's am besten jetzt gleich. Bei den meisten hapert es nämlich am Umsetzen. Setz dir jetzt gleich, du kannst dir jetzt gleich im Kopf eine Situation vorstellen, wenn du das nächste Mal morgens deine Schultasche aufmachst, deinen Arbeitskoffer mitnimmst, ins Auto steigst, an deinen Türgriff greifst. Irgendeine banale Situation, die du alltäglich machst. Die stellst du dir jetzt vor und dann machst du in der Situation einmal einen bewussten Atemzug. Spürst einmal, wie die Luft einströmt und fühlst wieder, wie sie ausströmt, ganz von allein. Nimmst dir die Zeit, die Luft zu spüren, zu riechen, zu fühlen, wie es in deinen Körper gelangt, wie sich die Lungen füllen, dein Brustkorb sich dehnt und senkt oder deine Bauchdecke sich hebt. Das nimmst du bewusst wahr in diesem Moment. Solche Momente kannst du dir zum Beispiel öfter in deinem Alltag schaffen, in ganz banalen Situationen. Jedes Mal, wenn du eine Buchseite umblätterst. Jedes Mal, wenn du was liest. Jedes Mal, wenn du zu einem Glas Wasser greifst, egal was. Ganz banale, einfache Situationen. Kannst du dir solche bewussten Pausen setzen, um ein Bewusstsein zu entwickeln, eine Wachheit, eine Klarheit. Um nicht in diesem Automatismus zu verfallen, jeden Arbeitsschritt automatisiert zu machen, sondern eine Bewusstheit dabei wieder zu entwickeln. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt diverse andere Möglichkeiten. Gibt es Meditationsübungen? Im Happy Life Kurs habe ich da einiges drin und im neuen Kurs möchte ich da auch noch einiges reintun, im Basic Balance Kurs, wo es jetzt eben auch, also der Kurs ist noch nicht draußen, aber das ist der nächste Kurs, an dem ich dann arbeiten werde und dazu ist dann auch im November der Retreat und darum soll es gehen, auch eine Morgenroutine zu schaffen und Strukturen im Alltag, dass du eine Stabilität wirklich erlangen kannst, dass du da nicht zu schnell vorangehst. Viele sind ganz begeistert von irgendwelchen Techniken, haben da kurzzeitig Motivation. Das ist dann wie so ein bisschen, stell dir vor, du bist in einem Garten und du springst auf einem Trampolin und nebendran ist eine Mauer und du springst jedes Mal so ein Stück über die Mauer und siehst, ui, da ist ein Riesenparadies und siehst, was gibt es noch für Möglichkeiten. Und so katapultierst du dich nach oben, siehst die Möglichkeiten. Springst auf deinem Trampolin, kurzfristig, aber dann bist du wieder weg und dann bist du noch deprimierter als vorher, dann weißt du nicht mal mehr, habe ich das wirklich gesehen oder habe ich nur geträumt, was da hinter der Mauer ist. Und was ich aber in dem Retreat und auch in dem Base and Balance Kurs dann machen möchte, ist dir eine Klarheit und eine Stabilität, einen stufenweisen Prozess an die Hand geben, dass du wirklich Stufe für Stufe hochkommst, nicht mehr wie auf dem Trampolin hoch, runter, mal kurz einen Ausblick hast, sondern dass du dich, wenn du die Übungen machst, wenn du dich dran hältst und die Techniken täglich machst,
Ganz einfach, simple Übungen, die man in den Alltag einbaut. 5 bis 10 Minuten, oft sparst du Zeit dadurch auch noch, weil vieles wegfällt, viele unnötige Dinge, gewisse Medienkonsum, Fernsehen, das kann alles wegfallen. Dadurch hast du mehr Zeit, mehr Klarheit. Du kannst dich natürlich zwischendrin mal informieren. Das meiste Wichtige bekommt man trotzdem mit. Aber dadurch schaffst du dir stufenweise eine Klarheit, kommst stufenweise hoch, hast ein Fundament, fällst nicht immer wieder runter. Du schaffst dir ein Plateau auf einer immer höheren Ebene, musst am Ende gar nichts mehr machen, weil die Stabilität da ist. Du gehst stufenweise in den Prozess hoch und entwickelst deine Wachheit, Klarheit, Bewusstheit, durchschaust deine Annahmen und kommst so in eine Sicherheit und lässt dich nicht durch jeden kleinen Sturm im Äußeren aus deiner Stabilität rausbringen. Du bist so fest verankert wie ein Berg. Du entwickelst ein dickes, fettes Fundament und dann kannst du auf dem Fundament aufbauen. Darum geht's. Das wünsche ich dir in deinem Leben. Und wenn du das weiter ausbauen möchtest, dann komm zum Beispiel zum Retreat. Ich freue mich drauf, dich dort zu sehen. Wenn du zu dem Zeitpunkt keine Zeit hast, dann schau einfach in die Kurse rein. In den Happy Life Kurs, der ein bisschen intensiver in 30 Tagen komprimiert ist. Und der neue Base and Balance Kurs, den ich dann gerade am Entwickeln, Aufnehmen und Ausbilden bin, der wird dann ein 10-Wochen-Programm sein, wo das Ganze noch langsamer, stabiler läuft, wenn man das auch noch nebenbei im Alltag machen möchte. Happy Life Kurs kann man auch nebenbei machen, aber eine Stunde Zeit am Tag braucht man eben schon auf jeden Fall, um das Ganze sich setzen zu lassen und die Übungen zu integrieren. Am Anfang erfordert es ein bisschen mehr Energie, um das Ganze in den Alltag eben zu integrieren, aber dann ist es ausgefahren. Die guten Samen, die gesetzt sind, am Anfang, wenn du eine Pflanze setzt, dann muss erstmal der Samen keimen und stabilisiert werden. Wenn die Wurzeln da sind, dann kannst du oben einen Ast weghauen, egal was. Wenn du diese guten Routinen, Verhaltensweisen, Lebensweisen, Strukturen in deinen Alltag eingebaut hast, dann wie von selbst bleibt es da. Da kannst du auch mal einen Tag aussetzen. Aber am Anfang ist es unglaublich wichtig, da sich diese Muster, diese Stabilität, diese Verwurzelung zu schaffen und dann läuft es von alleine weiter. Die Kontinuität, die Dauerhaftigkeit ist das Allerwichtigste. Und das war's soweit für jetzt. Und schreib mir gerne unten drunter deine Meinung, wo du vielleicht noch Unsicherheiten oder Probleme hast. Fragen, wie du das Ganze vielleicht durchschauen kannst, was für Techniken es da noch gibt. Schau doch einfach auf meine Homepage. Dort habe ich auch noch kostenlose Downloads mit verlinkt, auch was in anderen Bereichen Ernährung und so weiter angeht. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.